Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 von Don't Starve. Ja, gehen wir rein und dann gucken wir zu, dass wir da irgendwie überleben, ne? Gut, letztes Mal war das nicht so dolle. Dann müssen wir diesmal gucken, dass wir da besser hinkommen, ne? Gut, wir haben noch ein bisschen in der Nacht zu tun. Können wir hier noch gerade was loswerden? Was haben wir noch? Möglichkeiten hier? Keine sonst, oder? Ja. Können wir irgendwas basteln? Was brauchen wir? Schaufel. Die Axt hat 34%. Das ist es auch nicht. Lichttechnisch ist es auch nicht wichtig. Eine Falle, ein Backpack haben wir nicht. Können wir aber bauen und das machen wir natürlich dann auch. Das ist ganz wichtig. Ja. Was haben wir noch? Der Rest brauchen wir hier nicht unbedingt. Das ist jetzt auch nicht hier vor Ort wichtig. Da auch nicht. Ja, ein Logsuite, ne? Das wäre noch gewesen, ne? Dafür brauchen wir aber zwei Seile. Seile waren hier, ne? Oder? Ja. Kriegen wir auch noch hin. So, und dann brauchten wir dafür Holz. Oder? Ne. Doch, da sind wir. Holz, okay. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Da gucken wir jetzt. Da unten ist ein Seeross oder sowas gewesen. Das wollen wir mal nicht gerade besuchen. Einmal die Karte gucken, weil wir wollen jetzt hier den Weg weiterlaufen und hoffen, dass wir hier noch was finden. Da auf jeden Fall ein Blümchen. Da ist auch noch eins. Ja, die Seerosse oder Walrosse oder wie sie auch immer heißen, die müssen wir jetzt nicht haben. Da ist eine leckere Möhre. Das ist schon mal wichtig. Hier sind natürlich Tiere, Hasen. Hasen ist Essen. Essen ist wichtig. Und da laufen sie noch lang, die Herrschaften. Unsere geistige Gesundheit muss besser werden. Na, ich weiß nicht, ob die uns verfolgen. Auf jeden Fall ist da hinten dran ein Dingens gewesen. Wie heißt er? Ein Wolf oder sowas. Gucken wir mal gerade nach. Oh, die beiden sind da am Kämpfen, ja. Aber die greifen nicht uns an, sondern die greifen die an. Und das ist auch okay so. Gut, aber wir müssen weiter. Jetzt hier, ich würde sicherlich gerne das Gras einsammeln, weil wir dann noch eine Falle machen könnten. Aber irgendwo müssen wir auch ein bisschen was entdecken. Vor allem Essen. Spinnen sind doof. Ist ein Riesenstück Land hier. Ab und zu müssen wir mal was aufsammeln. So wie jetzt. Wie sieht es mit Essen aus? Schon ziemlich schlecht. Was ist da? Da ist Sumpf, oder? Was sagt die Karte? Es geht immer noch weiter. Tja. Es hört sich hier etwas anders an, das Laufen. Der Schnee lässt nach, kann das sein? Wir haben weniger Schnee. Das wäre ja eine ganz tolle Sache. Ich habe einen Trollbird schreien gehört. 11. Wo ist die Möhre? Hatten wir nicht eine Möhre eben? Ach so, im Rucksack ist er. Ja, hat keinen Sinn. Die müssen wir gerade essen. Und jetzt höre ich gerade die Dingens, glaube. Die Wölfe schreien. Ist das Sumpf? Oder ist das Gras? Nein, das ist Gras. Tja, und ich glaube, es wird schon wieder nicht so gut sein für uns jetzt hier. Und wir sind eingefroren, das ist schlecht. Das heißt, wir müssen Feuerchen machen. Dann die Axt wieder raus. Den noch holen. Ich glaube, Rüstung schaffen wir nicht. Nee, weg. Ja, das ist doof. Wer kann uns da helfen? Das ist eine gute Frage. Niemand kann uns helfen, so wie das aussieht, weil es wird gerade Nacht. Da ist auch noch einer. Na super. Da kommt auch noch ein Weißer und der hat uns erwischt und das war's.
Ja, ich glaube, oh, wir haben einen Respawn Point. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir noch einen haben. Wir haben kein Holz. Müssten jetzt schnellstens eine Axt schaffen. Da ist eine Axt zum Machen und ein Sticky. Und schnell die Axt. Los, mach die Axt. Chop down tree. Zack, zack. Feuer. Und die Frage, ob sie Feuer machen kann. Kann kein Feuer machen, wir brauchen Holz. Ist da. Ist hier noch mehr Heu. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier respawned sind. Auf jeden Fall ist es so, dass der Winter wohl nicht mehr so lang ist. Weil ich glaube, die Anzeige da oben ist schon kleiner geworden. Komm schon. So ist das jetzt. Ne, das ist nicht dunkler geworden. Das Ding, sag schon, das Weiße ist weggegangen. So sieht's aus. Ja, da können wir noch nichts machen. Saplings. Da sind auch noch welche. Da noch was. Da auch noch was. Ja, und wir müssen uns definitiv wieder ums Essen kümmern, ne? Wo sind wir denn jetzt? Hier mittendrin, alles klar. Und da werden wir schon wieder eingefroren. Das Blümchen nehmen wir noch mit. Dann zapfen nicht, wo ist das Feuer? Erstmal ans Feuer. Mal wieder warm werden. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Da sind Spinnen, auch schön. Wieder eingefroren und wieder hierhin. Aber ein Dingens können wir nicht machen, uns einen Stein hier, ne? Was brauchen wir denn da? Was ist denn eine Falle? Da brauchen wir Heu. Und der Stein? Brauchen wir reichlich Steine, super. Aber wir brauchen was zu essen, das ist viel wichtiger. Ja, aber die sind nicht unser Essen. Da sind wir eher Essen für die, ne? Komm los. Lass uns Essbares finden. Hier ist nichts zu essen. Und es wird schon wieder dunkel. Zack, ab zum Feuer. Wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Und da rein. Ja, die Spinnen weiß ich auch nicht. Kriegen wir die oder kriegen wir die nicht? Gute Frage, ne? Wir müssen jetzt eigentlich hier über die Nacht kommen. Können wir eine Falle jetzt bauen? Nicht, aber wir können einen Rucksack bauen. Ist die Frage nur, ob wir gerade einen Rucksack brauchen. Zweimal Heu brauchen wir noch, um eine Falle zu bauen. Da ist eine Spinne. Ja, ich weiß nicht, ob wir die angreifen sollten.
Weg kommen ganz viele. Super. Oh, 2, 4, 6. Keine Ahnung, wie viel das waren, aber auf jeden Fall zu viele. Da ist noch einer. Das ist schlecht. Da, oh, wir sind mittendrin. Das ist ganz schlecht. Oh Mann, 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 Mann. Da haben wir jetzt was angefangen. Aber wir hätten da sowieso keine Chance gehabt, glaube ich. Zum Feuer hin. Feuer anmachen. Geh weg. Ja, und das war's. Okay. Ja, wir sind Level aufgestiegen, wa? So, wie sieht's aus? 7. Wer ist das denn? Den kenne ich noch gar nicht. You are dead. 34 Tage überlebt. 1600 Erfahrungswerte. Ja, gut. Okay. Da würde ich sagen, gehen wir mal ins Main-Menü und schauen wir uns mal gerade um. Play. Ja. New Game. Charakter. Wer ist denn das da gerade gewesen? Den kenne ich noch gar nicht. The Lumberjack. That's nice tree, huh? Has a lovely axe. Has a terrible secret. Hat ein widerliches Geheimnis. So, so. Hat eine tolle Axt. Ja, okay. Aber trotz alledem würde ich erstmal sagen, machen wir eine Pause. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, dass ihr mir einen Kommentar schreibt, ob ihr noch weitere Folgen von Don't Starve sehen sollt, mit einem anderen Charakter oder auch nicht. Dieser hier, der sieht ja ganz lustig aus, nur das Geheimnis, was er hat, ist vielleicht, dass er irgendwas ansteckt, weil da brodelt es hinten. Oder ist das bei allen? Ne, das ist bei allen. Also hat das da vielleicht nichts mit zu tun. Sein Geheimnis kenne ich nicht, aber müssen wir gucken. Das sieht so ein bisschen nur, na, komisch aus bei dem. Schreibt es mir in den Kommentaren, ob noch weitere Folgen sein sollen oder ob wir da doch erst eine Pause machen sollen und das später wieder aufnehmen. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und bis dann. Tschüss.